Mit verschiedenen gestalterischen Ansätzen werden Menschen anhand ihrer persönlichen Objekte und deren individuell geprägten Ordnung porträtiert. Das Porträt einer Freundin setzt sich mit sich wiederholenden Ordnungsmustern, einer Art Haufen, auseinander. Das Ergebnis ist eine gestalterische und spielerische Formstudie in einem Heft. So wird der Vorstellungsraum der Betrachtenden durch Leerstellen, welche auf die Präsenz von etwas hinweisen, das einmal da war, im Bild eröffnet. Als der Nachbar vor und während des Besuchs Ordnung herstellen wollte, wurde klar, dass Ordnung kein wertfreier Begriff ist. Die Fotografien seiner Wohnräume sind in einem Leporello zusammengestellt. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass sich auch in dieser vermeintlichen Unordnung eine Art Ordnung finden lässt. Im Porträt des Großvaters legt die Autorin das Gewicht auf den narrativen Aspekt einer Objektsammlung. Tuschezeichnungen in Postkartenformat, die mit einer Audiospur unterlegt sind, zeigen, dass Objekte dingfeste Erinnerungen sein können. Ein Heft macht deutlich, dass Objekte mitunter emotional aufgeladen sind und aus diesem Grund eine Trennung von diesen schwer möglich ist. Nach verschiedenen Kriterien wurden neue Ordnungen in die Objektsammlung gebracht. Die Objekte des Porträtierten dienten ihm als Auslöser, um zu erzählen. Die Grenze zwischen nicht lebendigen Objekten und dem Menschen ging verloren, da diese zueinander in einer starken Wechselbeziehung stehen. Das entstandene multimediale Ensemble macht es möglich, durch die Endprodukte sowie die Dokumentation in Arbeitsjournalen in die gestalterische Auseinandersetzung einzutauchen.